Night of the Champions, die dritte bei mir, Mohamed Güler, nach seinem Kampf gegen Sebastian Baranowski. Herzlichen Glückwunsch, Mohamed. Nach 6 Jahren hast du wieder den Weg gefunden in den Ring und hast diesen Weg auch erfolgreich abschließen können. Deine ersten Eindrücke kurz. Also, harte Vorbereitung war das, nach 6 Jahren wieder mal richtig wieder schön zu trainieren. Das ist ein geiles Gefühl. Sport ist echt eine geile, Boxen ist ein geiles Sport. Empfehle ich an jeden Jugendlichen. Und mein erster Sieg natürlich nach 6 Jahren wieder. Einen besseren Rückkehr gibt es ja nicht. Ne? Freut mich. Für mich, für meine Freunde, Unterstützung freue ich mich auch natürlich. Und ja, mal gucken, die nächste Kämpfe. Ne? Gehen wir mal zunächst nochmal kurz auf den Kampf ein. In der zweiten Runde, TKO. Also, wie hast du es erlebt? Was war da los? Also, natürlich kann man ja keinen unterschätzen. Von den alten Erfahrungen her, hab ich gedacht, er ist ja erfahrener wie ich. Ja, erstmal natürlich mit langsam abtasten und so, Reflexe testen und dann die Laufe gehabt, die Schläge gehabt, die Lücken gehabt und dann reingehauen. K.O., schön, gut für mich, schlecht für ihn. Wodurch ist das TKO zustande gekommen? Also ihr seid doch beide zusammengestoßen, also von außen war es nicht genau zu erkennen? Also, es war eine rechte Haken in dem Magen. Und dann ist er runtergegangen, ist er nicht mehr aufgestanden. Okay, gut. Sind wir jetzt auch schlauer, wissen wir Bescheid. Sag mal, da gab es noch eine kleine Situation beim Wiegen. Ich hab da, von außen sah es aus, er hat sich so ein bisschen geschubst. Wie war da so ein bisschen also, Emotionen dabei? Es ist seine Sache natürlich, wie er reagiert, aber ich fand es nicht sportlich. Ne, Worte haben nur gegrinst, kann man ja nichts sagen dazu. Ja. Wie groß ist dann jetzt die Genugtuung danach, wenn du den Kampf dann so beendest? Beste. Besser gibt's nicht. Du hast ein Ausrufzeichen, wie es sein soll, im Ring gesetzt und eben nicht so wie er am anfänglich. Ja? Natürlich, ich habe mich beherrscht. So muss sein. Dankeschön. Gibt's denn schon irgendwelche Pläne? Also, ich habe ein Problem mit meinem Linken. Und erstmal natürlich gucken, wie ich den Linken wieder besser kriege. Und danach geht's Vollgas weiter. Was konkret ist schon irgendwas? Bibel? Was konkret ist schon? Was konkret ist noch nicht. Für Ende des Jahres wissen wir noch nicht. Wenn nicht Anfang nächstes Jahres wieder. Wir werden das weiter beobachten und alles Gute weiterhin. Danke. Ja, vielen Dank für das Interview. Danke.